Wenn man eingesehen hat, dass es keine sicher begründeten Wahrheiten gibt, das heißt Wahrheiten, die unzweifelhaft richtig sind und die so beschaffen sind, dass man nie in eine Situation kommen kann, in der man Grund hat, sie zu bezweifeln, dann muss man praktisch den konsequenten Fallibilismus akzeptieren. Das heißt, die Auffassung, dass die Vernunft fehlbar ist in Bezug auf jeden Problembereich, nicht nur in der Wissenschaft, auch in der Moral und in der Politik. In allen Bereichen, wo Probleme gelöst werden, nicht nur Erkenntnisprobleme, sondern auch praktische Probleme, muss man zugestehen, dass man sich irren kann. Das ist ein ganz triviales Zugeständnis, aber wenn man das macht, dann heißt das, der Mensch ist fehlbar in allen Bereichen. Wenn es keine sicheren Begründungen gibt, dann ist der Mensch eben fehlbar, sogar im Bereich der Mathematik. Genau genommen hat Russell das schon eingesehen, denn Russell hat seinerzeit gesagt, Der irdische Logiker. der die Principia Mathematica geschrieben hat, zusammen mit Whitehead, dass er geglaubt habe, die Mathematik sei die letzte Provinz der Gewissheit, aber seit es die Paradoxien in der Mengenlehre gibt, seit die aufgetaucht sind, hat er eingesehen, selbst die Mathematik ist nicht gewiss. Also es gibt Fehlbarkeit auch in der Mathematik. Darf ich noch mal auf die praktische Anwendung des Fallibilismus zurückkommen? Mir scheint, dass sich dahinter ja eine moralische Entscheidung verbirgt. Und mich würde interessieren, wie Fallibilismus, Ethik, Moral und schließlich eben auch Politik zusammenhängen. Ja, wenn man Fallibilist ist, dann muss man natürlich den Fallibilismus auch auf praktische Probleme anwenden. Und man muss also auch in Fragen der Moral sagen, dass man nicht absolut sicher sein kann. Das heißt, ein Dogmatismus in der Moral wird ebenso ausgeschlossen wie in der Wissenschaft. Und ein Dogmatismus in religiösen Fragen natürlich auch. Und im Politischen. Und in politischen Fragen. Und auf diesem Wege kann man zu einer Begründung einer liberalen Demokratie kommen. Es gibt Verfassungstheoretiker, die gezeigt haben, dass sogar die Väter der amerikanischen Verfassung den Fallibilismus als Hintergrund für die Formulierung ihrer Verfassungsgrundsätze genommen haben. Das heißt, im Hintergrund der Lösung des ordnungspolitischen Problems im allgemeinen Sinne, wie sieht eine gute Gesellschaftsordnung aus, steht der Fallibilismus. Man muss berücksichtigen, dass alle Mitglieder der Gesellschaft fehlbar sind, auch die Herrscher. Auch die Herrscher machen Fehler und deshalb ist ein wichtiges Problem, wie man Fehler minimieren kann. Wie man also zum Beispiel Herrscher loswerden kann, die Fehler machen. Und zwar, wie man sie auf unblutige Weise, wenn man Humanist ist, wird man erwarten, dass man die auf unblutige Weise los wird. Das heißt, es besteht ein Zusammenhang von der zwischen Erkenntnistheorie und Politik. Denn dieselben Menschen, die Erkenntnisse haben, sind ja die Leute, die Politik treiben. Und dass Politiker fehlbar sind, das ist ja eine Sache, die man sicher noch eher glauben kann, als etwa, dass Mathematiker fehlbar sind. Manche Leute haben die Illusion, dass Mathematiker unfehlbar sind, aber Politiker sind sicherlich fehlbar. Ich kenne keinen, der das heute bezweifeln würde.